Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. In diesem Fall Trine2. Ja, ich hoffe, es wird genauso grandios wie der erste Teil und wir fangen einfach mal an. Ich werde natürlich alle Texte, die jetzt da sind oder vorgelesen werden, vom Erzähler vorlesen lassen und versuchen, mich reinzuquatschen, damit ihr auch wirklich alles mitkriegt und ich natürlich auch. Dann viel Spaß! Es gab einmal drei tapfere Helden, erwählt von einem Artefakt, dessen Namen lautete der Trine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Höre die Geschichte ihres neuesten Abenteuers. Etwas Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Der erste der drei Helden war Amadeus, ein Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Dann war da noch Pontius, der Ritter, furchtloser Beschützer des Reichs, der gutes Essen, Tränke und den Kampf liebte. Und zu guter Letzt Soja, eine Diebin. Eine Unternehmerin. Soja, eine Unternehmerin. Sie war geheimnisvoll und in einer dunklen Nacht nur ein vorbeihuschender Schatten. Ah ja, ein Schattenunternehmer. Und da ist er schon, Amadeus. Amadeus, der Zauberer, schlief in seiner Hütte. Das war der Ort, an dem er seinen Feuerballzauber studieren konnte, verborgen vor den spöttischen Augen seiner Frau. Hey, mach das aus! Ich bin hier am Schlafen. Was ist denn? Wer ist da? Also wenn mich so meine Frau wecken würde, ich weiß ja nicht. Da würde der Haussegen auf jeden Fall schief hängen. Oh, es fliegt davon. Da nix wie hinterher. Okay. Wie springt man? Einfach nach oben drücken. Alles klar. Versuchen wir das doch. Ah ja. Ein erstes Fail. Oh, verdammt. Das geht ab hier. Der Weg nach vorne war blockiert. Doch würde das den großen Zauberer Amadeus nicht aufhalten. Na, kommen wir da hoch irgendwie? Ich möchte da... konnte er Dinge anheben. Oh. Kommen wir da irgendwie hoch? Nee. Oder ich stelle mich einfach zu doof an. Irgendwie komme ich da jetzt so nicht rüber. Ich kann nochmal einen Versuch wagen. Machen wir hier mal eine Kiste irgendwie. Na. Nochmal eine. Ah, sehr nice. Naja, nicht alle bekommen, aber irgendwie einen zusätzlich. Amadeus konnte zudem Kisten aus dem Nichts herbeizaubern. Ja, das kannte ich schon irgendwie auch vom ersten Teil. Habe ich wohl ein bisschen gespoilert eben dem Tutorial. Kommen wir da vielleicht noch irgendwie... Nein! Ah, verdammt! Na gut. Dann mal weiter. Ach, da oben ist so viel. Können wir das vielleicht auch noch gleich irgendwie... Das Licht bewegte sich durch den Wald und führte Amadeus weiter. Zwischen Angst und Staunen hin und her gerissen, folgte er ihm. Ja. Ich folge ja gleich dem Licht. So. Wo ist es denn hin? Oh. Ach so. Da müssen wir bestimmt eine Kiste ablegen. Ja. Das müsste man. Und dann, ja, einmal hochhüpfen. Und dann können wir vielleicht auch gleich nochmal hier irgendwie... Ne, so einfach war es dann doch nicht. Aha! Oh Gott, 8 von 50 erst. Oha, das wird ja... Das wird dauern. So, ich habe mal ein bisschen die Musik bei mir leiser gemacht, weil das dröhnt ziemlich auf dem Ohr. Und dann... Wo sind wir denn hier? Ich verlange zu wissen, was hier passiert. Der Trine. Was?
Amadeus, pack deine Sachen. Wir müssen das Königreich retten. Was? Oh, das geht gar nicht, Porphyrus. Ich habe Kinder zu Hause, die auf mich warten. Ich kann nicht. Aber deine Magie wird gebraucht. Das Königreich ist in Gefahr. Wird dieser Albtraum jemals enden? Trotz seiner Proteste wusste Amadeus, dass die Helden wieder einmal gebraucht wurden. Wie bist du hier gelandet? Dann hör mal zu. An dem Abend zog Pontius aus, da es auf den Bauernhöfen Ärger gab. Kriechende Ranken waren dabei, die Felder zu übernehmen. Ich werde herausfinden, wer dahinter steckt, und ihm eine Lektion mit meinem Schwert erteilen. Mit Pontius in der Kugelrüstung oder Kugelbauchrüstung. Mit ein wenig Glück gibt es heute Kürbiskuchen zum Abendessen. Eher Kürbissuppe, würde ich sagen. Hui! Pontius durchsuchte den Bauernhof, doch fand er dort niemanden. Die Fieslinge müssen beim ersten Anblick von mir geflohen sein. Das wird es sein. Sie haben wohl Angst vor dir. Wir werden auf jeden Fall versuchen... Ah, nein! Wo geht's denn? Ah. Na, das fängt ja wieder super auch mit ihm an hier. Ah ja, okay. Können wir uns hier gleich irgendwie mit einem fetten Hammer ausrüsten? Oh ja. Sehr nice. Das sieht gefährlich aus. Und da oben bröckelt die Decke. So. Was haben wir denn hier? Sieht ja auch relativ gut bunt hier aus. Sehr fein. Verflixtes Unkraut. Euch werde ich helfen. Ich bin Pontius der Mutige und ich werde nicht im Kampf gegen Pusteblumen fallen. Pusteblumen. Unkraut und Pusteblumen. Und das ist Licht. Der Trine. Pontius hatte nie verstanden, was genau der Trine tat. Aber er wusste, dass das Artefakt ihm helfen würde. Pontius war glücklich. Er konnte sich keine bessere Aufgabe denken, als sein Königreich zu retten. Spät in der Nacht war Zoja in den Schatten verborgen, versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Ja, und sie war ja keine Diebin, ne? Ich hab's schon vergessen, was war sie? Eine Erkunderin? Kundschafterin? Irgend sowas. Was haben wir denn da oben? Oh, cool. Oh, da müssen wir wohl doch hier. Und? Zoja glitt durch die Stadt, leise wie ein Flüstern. Jetzt dachte ich schon, wir stürzen hier ab. Oha. Das ist dann doch einfacher oder schwerer als gedacht. Und hüpf. Ah, verdammt. So, einmal runtergehüpft. Was haben wir denn hier? Haben wir hier noch irgendwie ein Special? So, hier hätten wir auch nicht weiter runterfallen können, oder? Nö, hier gibt es kein Special. Hier sind wir irgendwo auf der Erde. Gut. Was haben wir denn hier? Kommt gleich wieder der Trine. Dann sah sie ein flimmerndes Licht oben an der alten Kirche. Und da ist ja noch irgendwie ein Kügelchen. Dann geht's hoffentlich... Wo geht's denn? Wir müssen da hoch, oder was? Okay, dann versuchen wir das mal. Und zack. Wunderbar. Oh, die Grafik sieht aber wirklich, wirklich gut aus. Schöne Beleuchtung. Gefällt mir alles sehr gut. Und der Trine. Der Trine. Wie lästig.
Was tust du hier mitten in der Nacht? Bist du nicht mit deinen Tricks und mit Klauen beschäftigt? Dafür gibt es eine absolut gute Erklärung. Sagt mir, wo gehen wir hin? Das wissen wir noch nicht. Etwas Seltsames geht vor. Ein neues Wagnis. Sollen wir gehen? Also war der Trine wegen der drei Helden gekommen und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Soja stellte sich, natürlich, vor, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. Ist Pontius nicht der Ritter in der förmlichen Rüstung und hier wird er als ihre neue Aufgabe freute? Okay. Vielleicht sind sie damit alle gemeint. Oder es war ein kleiner Fehler. Das werden wir nie erfahren. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Wunderbar. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit der Diebin an. Oder der, Lass das Abenteuer beginnen! Wo sind wir? Wohin hat der Trine uns gebracht? Sehen wir uns etwas um und finden es heraus. Oh, einmal dran vorbeigehüppelt. Können wir die jetzt nicht mitnehmen? Da. Na, und. Ah! Ich würde gern einmal drüber hüpfen und zack! Dann ist es wohl doch schwieriger als gedacht. Na gut, werden wir uns erstmal die hier... Oh, hier unten ist überall was. Wir werden uns mal alles das hier irgendwie krallen und... Na... Ja, gar nicht so einfach. So. Dann versuchen wir da mal irgendwie mit Amadeus ranzukommen. Hö? Kommen wir denn da hin? Nein! Und einmal eingebaut. Kommen wir hier hoch? Ja, wir kommen hier hoch. Nein, und wieder runtergefallen. Was ist das denn? Wie kommen wir denn... Können wir da vielleicht das kaputt machen? Ah, cool. Hier, 31 und 5. Ah ja, das war jetzt eigentlich nicht der Plan, aber gut, dass es funktioniert hat. So, dann versuche ich mich mal ganz nach oben hoch zu schwingen. Nein, das hat nicht funktioniert. Da kommen wir jetzt auch nicht mehr ran, ne? Na gut, dann eben nicht. Oder? Da können wir... Ne, da ist nix. Was ist das denn? Können wir das eventuell irgendwie einmal verkloppen? Aber konnte Amadeus nicht hier... Ja. Ja, komm. Und hopp. Wunderbar, wunderbar. Was ist das hier? Schade, dass wir uns die Murmel nicht hier gleich einfangen können. Das wäre zu hübsch. Ach, und der ist auch wieder zu lahm beim Hüpfen. Dann versuchen wir es mal mit ihr. Okay, das war jetzt eigentlich nicht der Plan, aber... Ah, man kann den Wasserfluss umleiten. Okay. Dann sollten wir das vielleicht gleich mal probieren. Aber erstmal holen wir uns diese Murmel. So, können wir hier schon irgendwie... Was passiert denn jetzt? Da müsste doch jetzt gleich Wasser durchkommen. Ja, tut es. Dieses Wasser ist echt mächtig. Ich sollte mal versuchen, ob das auch bei Kartoffeln klappt.